der Stelle wollen wir uns mit Komposition beschäftigen. Das heißt, wir wollen schauen, wie Elemente, also zum Beispiel Interface-Elemente oder aber auch Bildelemente, arrangiert sein müssen, damit sie uns ausbalanciert erscheint, also harmonisch. Dann schauen wir uns den goldenen Schnitt an und für beide Designphänomene und Designrichtlinien dann auch noch Beispiele aus dem Interface-Design. Zur Komposition. Es gibt Bilder, Bildaufbauten, die uns so ein bisschen aus der Ruhe bringen, wo wir das Gefühl haben, da kippt jetzt das Bild, wo wir das Gefühl haben, da fehlt irgendwas. Zum Beispiel bei so einer Wippe, wenn da auf der einen Seite ein Gegenstand ist, dann erwarten wir irgendwie, dass so eine Wippe kippt. Und eine Wippe, die für uns die Schwerkraft und die physikalischen Gesetze beachtet, kommt uns viel ausgewogener und richtiger vor. Dasselbe mit Größenverhältnissen. Das heißt, wenn wir jetzt auf der einen Seite von so einer Wippe eine kleine Eule haben, dann wissen wir aus dem Gesetz von Wippen, von Balance etc., dass hier der Schwerpunkt dann hin zu der größeren Masse sich bewegen muss oder halt die größere Masse näher an den Schwerpunkt heran. Dasselbe können wir dann natürlich auch für Gruppen machen. Das heißt, wir können hier ein großes Element nehmen oder natürlich auch viele kleine. Und wenn wir bei Gruppen sind oder generell bei Formen, die vielleicht nicht in sich so geschlossen sind, dann ist es auch wieder so, dass wir hier auf der rechten Seite halt ein Arrangement haben, wo der Schwerpunkt unten ist, auf der linken Seite ist der Schwerpunkt oben und dieses Arrangement, das heißt jetzt hier diese umgekehrte Pyramide der Eulen, scheint auch wieder so ein bisschen zu kippen, was uns so ein bisschen aus unserer Komfortzone, aus unserem Harmoniebedürfnis rausbringt. Das ist ein bisschen individuell, das heißt, es gibt Menschen, die stören sich total, wenn ein Bild ein bisschen schräg hängt und es gibt andere, die nehmen das nicht so stark wahr. Das heißt, wie sehr wir hier ein bildliches und ein kompositorisches Harmoniebedürfnis haben, hängt ein bisschen davon ab, ob wir hier sensibel oder aber affin sind. So, wenn wir jetzt aus dieser zweidimensionalen Bild, aus diesem zweidimensionalen Bildaufbau rausgehen und uns jetzt hier eine Verjüngung eines Brettes vorstellen, dann haben wir wiederum hier jetzt zwei Elemente auf dieser Ebene, vorne jetzt eine große Eule und wir wollen dann hinten eine kleinere, weil in der dritten Dimension erwarten wir durch die Perspektive und das Zulaufen der Linien, dass hier Dinge kleiner werden. Das heißt, wir wollen ja eigentlich wieder unsere, das Wissen über Tiefenwahrnehmung auch angewendet und dann funktioniert für uns auch so eine Komposition. Und von daher, was können wir hier zusammenfassen? Balance schafft ein Bedürfnis oder ein Gefühl von Harmonie und von Ausgeglichenheit. Und wenn irgendwas nicht ausbalanciert ist, dann werden wir so ein bisschen unruhig, beziehungsweise dann kann ein Bild auch Spannung haben. Das kommt sehr darauf an, was wir erreichen wollen. Im Künstlerischen wollen wir vielleicht die Harmonie stören, im UI-Design wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, hier ist Spannung nicht so sehr gefragt, aber vielleicht visuelle Orientierung. So, und wo sehen wir das jetzt hier in Anwendung? Das heißt, hier links sehen wir jetzt so einen Controller. Und wir haben hier einen relativ symmetrischen Aufbau, haben aber trotzdem unten das Kreuz für die Belegung und hier als Gegenpol einen größeren Knopf und dann wieder auf der höheren Ebene vier kleine Knöpfe, die als Gegenpol einen größeren haben. Das heißt, wir haben hier eine Art von Balance hergestellt in dem Interface-Design und in der Art und Weise, wie hier die Knöpfe, die Bedienelemente angeordnet sind. Und hier an der Box zum Beispiel sehen wir auch einen Ansatz von Balance. Das heißt, wir haben hier in der Box diesen Schlitz und dann das Logo auf der anderen Seite ein bisschen als Ausgleich, als Balanceausgleich gesetzt. Und das gibt diesem sehr klaren Kasten ein sehr ausgeglichenes Design.
Nun zum goldenen Schnitt. Was ist der goldene Schnitt? Hier reden wir nicht mehr von Symmetrie, hier reden wir von der Platzierung eines Elements, was trotzdem zu einer, zu einer Harmonie führt. Und zwar sagen wir, der goldene Schnitt ist quasi eine Linie, entweder in der horizontalen oder in der vertikalen, und die ist circa bei 38,2% der kompletten Länge. Das können wir aber auch anders ausdrücken, wenn wir nämlich sagen, wir haben jetzt hier die komplette Länge, also die komplette Breite von einer Fläche, und die unterteilen wir halt in eine kleinere und eine größere, dann ist das Verhältnis der kompletten Breite zu dieser größeren Fläche genauso wie das Verhältnis der größeren zu der kleineren. Das heißt, wir haben hier eine Proportionsgleichheit zwischen der Komplettbreite zur größeren und der größeren zur kleineren Fläche. Und das finden wir ganz oft in Fotografie angewendet. Das heißt, ich habe jetzt sehr viele Beispiele von Obama. Das ist kein politisches Statement, sondern der Fotograf, der hier den Obama fotografiert hat, hat einfach den goldenen Schnitt konsequent und sehr gut beachtet. Und von daher möchte ich das als Beispiel nehmen, weil das uns den goldenen Schnitt sehr gut vor Augen führt. Wir haben jetzt eine Gruppe von Leuten und wer steht im goldenen Schnitt? Obama. Das heißt, hier ist der Blick, Fokus. Obama steht quasi in dem harmonischen Zentrum. Das ist nicht das symmetrische Zentrum, das ist harmonische. Das harmonische Zentrum wird natürlich unterstützt durch die Blickrichtung der drei Leute, die um ihn herum stehen. Hier interessant, zwei Menschen. Wer ist im goldenen Schnitt? Wieder Obama. Das heißt, hier kann man fast von einer politischen Aussage reden, wenn hier zwei Leute sind und der eine Mensch komplett im goldenen Schnitt sich befindet. Dann, wenn wir hier in diesem Bild den goldenen Schnitt haben, der sich zwischen zwei Menschen durchzieht, die sich unterhalten, haben wir nicht die Entscheidung des goldenen Schnittes auf einer Person, sondern hier geht es dann um die Unterhaltung. Das heißt, das Wichtige in diesem Bild ist jetzt nicht der eine oder der andere, obwohl man hier nochmal argumentieren kann, wer jetzt vielleicht hier mehr hervorgehoben wird, aber trotzdem geht es hier um das Miteinander der beiden Menschen. Und die quasi fast einzige Person, die hier in der Darstellung eines Politikers nach vorne quasi in den goldenen Schnitt rücken darf, ist die Ehefrau, das heißt die First Lady, was natürlich wiederum eine Aussage ist. Das heißt, Obama hier als den liebenden Ehemann darstellt. In diesem Bild rutscht Obama ein bisschen raus aus dem goldenen Schnitt und lässt nämlich Platz für das Mädchen, was neben ihm läuft. Das heißt, im Raum Platz zu geben für andere und hier kleinere Elemente, dient der Harmonie und kann den goldenen Schnitt auflösen. Und hier ein Bild, was den goldenen Schnitt total bricht. Das heißt, wir sehen jetzt hier sowohl die Horizontlinie, die tiefer ist als der goldene Schnitt, als auch der Baum, der sehr viel weiter links als der goldene Schnitt platziert ist, sich aber zum goldenen Schnitt neigt, den quasi sucht, ihn aber nicht erreicht. Das heißt, der Himmel hat hier viel mehr Platz, als es der goldene Schnitt ihm eigentlich vorschreiben würde. Das heißt, wir haben hier eine Machtdominanz des Himmels und wir haben diesen suchenden Baum, der sich auch noch verjüngt und in den Himmel ragt. Das heißt, Komposition im goldenen Schnitt ist Harmonie und wir können die Harmonie natürlich mit einer Intention brechen, indem wir hier etwas aussagen. Das heißt, gewichten, Ziele und ein Streben darstellen. Und wo finden wir den goldenen Schnitt in Interfaces? Hier ein Design-Klassiker, wieder ein Controller. Und hier sehen wir unten links, habe ich den goldenen Schnitt auf diesen Controller gelegt. Und was sehen wir? Hier ist eine Interface-Gestaltung, die nicht symmetrisch ist, aber wieder fast perfekt der goldene Schnitt beachtet, nämlich in dieser Zweiteilung dieser Flächen, die nämlich genau durch den goldenen Schnitt getrennt wird. Und damit bin ich mit diesem kurzen
Video am Ende zur Komposition und verabschiede mich bei euch.